knapp 48.000 Fahrgästen täglich ist die S-Bahn München das zweitstärkst frequentierte S-Bahn-Netz in ganz Deutschland nach der S-Bahn Berlin. Im Wesentlichen ist das S-Bahn-Netz so konzipiert, die Metropolregion mit der Innenstadt von München zu verbinden, wobei auch der Stammstreckentunnel eine wichtige Rolle spielt. Das Netz ist aktuell 444 Kilometer lang und besitzt 8 S-Bahn-Linien. Planungen zum Bau einer S-Bahn in München gab es bereits um die Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert und in den 1930er und 1940er Jahren zur NS-Zeit. Tatsächlich mit dem Bau der S-Bahn München im Zuge des Bau des Stammstreckentunnels wurde am 15. Juni 1966 begonnen. Zuvor war bereits klar geworden, dass München die Olympischen Spiele im Jahr 1972 ausrichten wird, weshalb Zeitdruck beim Bau des Tunnels herrschte. Die Eröffnung des Tunnels fand dennoch rechtzeitig am 28. April 1972 statt und die Eröffnung der gesamten S-Bahn München in ihrem damaligen Ausmaß fand dann am 28. Mai 1972 statt. Damit ging dann ein 360 Kilometer langes S-Bahn-Netz an den Start. Die prognostizierten Fahrgastzahlen von 240.000 Fahrgästen täglich konnten bereits im ersten Betriebsjahr fast um das Doppelte übertroffen werden, denn sie lagen bei knapp 400.000 Fahrgästen im Durchschnitt am Tag. Deshalb betrafen die folgenden Ausbauten vor allen Dingen Kapazitätserweiterungen der S-Bahn, wie zum Beispiel auf der Strecke der S3 Richtung Mammendorf, wo dann auf einigen Abschnitten weitere eigene Gleise hinzugefügt wurden. Das betraf auch beispielsweise die S4 Richtung Ebersberg und auch die S8 Richtung Herrsching. Verlängerung des Netzes kamen seither nicht mehr allzu viele hinzu, wie man bereits feststellen kann, wenn heute 444 Kilometer existieren und zur Inbetriebnahme im Jahre 1972 bereits 360 Kilometer. Beispielsweise kam die Strecke der S-Bahn Linie 8 zum Flughafen neu hinzu oder auch die S1 zum Flughafen von Neufahrn aus. Mit diesen Ausbauten und einigen Liniennetzreformen kam somit das heutige S-Bahn-Netz heraus. So verbindet aktuell die S-Bahn Linie 1 im 20-Minuten-Takt den Flughafen von München bzw. Freising mit dem Leuchtenbergring. In Neufahrn findet dabei immer eine Zugtrennung bzw. Zugvereinigung statt. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Die S2 verbindet aktuell Erding über Markt Schwaben und die Stammstrecke mit Petershausen. Einige Züge fahren allerdings auch statt nach Petershausen von Dachau weiter nach Altomünster. Die S-Bahn Linie 3 ist zwischen Holzkirchen und Mammendorf unterwegs, wobei der 10-Minuten-Takt, der auf der S-Bahn Linie herrscht, bereits in Maisach endet. Die S-Bahn Linie 4 verbindet derzeit Geltendorf über Fürstenfeldbruck, Pasing und die Stammstrecke mit München-Trudering. Teilweise wird sie dann auch weiter bis nach Ebersberg verlängert. Eine S-Bahn Linie 5 wird zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember in München eingeführt. Diese wird dann München-Pasing über die Stammstrecke mit dem aktuellen Ast der Linie S7 zur Kreuzstraße verbinden. Einige Takte werden dabei bereits in Aying enden. Die Linie S6 ist zwischen Tutzing und Ebersberg unterwegs. Zwischen Tutzing und Grafing ist sie dabei alle 20 Minuten unterwegs. Aktuell verkehrt die S7 noch zwischen Wolfratshausen und der Kreuzstraße ab dem 15. Dezember, dann allerdings nur noch zwischen Wolfratshausen und dem Münchner Hauptbahnhof. Nichtsdestotrotz ist an der Donnersberger Brücke weiterhin ein bequemer Umstieg zu den S-Bahnlinien, welche über die Stammstrecke verkehren, möglich. Die S-Bahn Linie 8 ist zwischen Herrsching und dem Münchner Flughafen über Johanneskirchen und Ismaning unterwegs und verkehrt dort alle 20 Minuten. Zu guter Letzt gibt es noch die S-Bahn Linie 20, welche zwischen Pasing und Höllriegelskreuth verkehrt. Durch das neue Netz werden die Haltestellen Donnersberger Brücke und Hauptbahnhof zu den wichtigsten Umsteigeknotenpunkten im S-Bahn-Netz, da ja hier nun alle S-Bahnlinien abgesehen von der S20 weiterhin verkehren. Somit werden an diesen beiden S-Bahn-Stationen 8 S-Bahn-Linien verkehren. An der Donnersberger Brücke sind dabei die Umsteigebeziehungen natürlich deutlich besser, da es hier einen Mittelbahnsteig zum Umsteigen zwischen der S7 und den restlichen S-Bahn-Linien auf der Stammstrecke geben wird.
Aufgrund dessen, dass die S7 am Starnberger Flügelbahnhof enden wird, sind die Fußwege zwischen ihr und den restlichen S-Bahnlinien dort deutlich länger. Die wichtigste S-Bahn-Strecke bleibt somit nichtsdestotrotz weiterhin die S-Bahn-Stammstrecke zwischen München-Pasing über den Hauptbahnhof und die Münchner Innenstadt bis zum Ostbahnhof bzw. Leuchtenbergring. Die S-Bahn-Stammstrecke ist aus mehreren Gründen besonders wichtig für die S-Bahn München. Zum einen, weil hier eben 8 S-Bahn-Linien in einem dichten Takt über jene Strecke fahren und somit auch die einzige Ost-West-Verbindung innerhalb der Stadt München darstellt. Durch die dichte Taktung ist die Strecke natürlich auch beliebt bei Anwohnern, um schnell von A nach B zu kommen. Auch einige wichtige Umsteigeknotenpunkte und Fahrgastmagneten liegen an der Strecke. So zum Beispiel der Fernverkehrshalt in München-Pasing, wo auch Umsteigemöglichkeit zu weiteren Straßenbahn-Buslinien sowie Regionalverkehrslinien besteht. An der Donnersberger und der Hackerbrücke befinden sich zahlreiche Arbeitsplätze innerhalb der hier angesiedelten Bürogebäude sowie an der Hackerbrücke auch noch der zentrale Omnibusbahnhof von München. Der Hauptbahnhof ist dann natürlich der zentrale Umsteigeknotenpunkt für Regional-Fernverkehrszüge, aber auch im städtischen ÖPNV mit den U-Bahnlinien 1, 2, 7 und 8 sowie 5 und 6 und zahlreichen Straßenbahn- und Buslinien. Auch am Karlsplatz gibt es weitere Umsteigemöglichkeiten zu Straßenbahnen und zur U-Bahn. Das gilt auch für den Marienplatz. Und an beiden Haltestellen finden sich auch wichtige Einkaufsmöglichkeiten. Und am Münchner Ostbahnhof, wo die Münchner Stammstrecke dann wieder aus dem Stammstreckentunnel auftaucht, nach den Stationen Isartor und Rosenheimer Platz, findet sich dann der dritte Fernverkehrsbahnhof von München. Hier besteht nun wieder Umsteigemöglichkeit zu Regional- und Fernzügen, auch zur U-Bahn-Linie 5 und zu weiteren Straßenbahnlinien, was auch ihn wieder zu einem wichtigen Knotenpunkt macht. Das heißt also, für aus dem Umland kommende Fahrgäste oder ins Umland wollende Fahrgäste gibt es zahlreiche interessante Umsteigebeziehungen an dieser Strecke und auch für den innerstädtischen Verkehr ist sie durchaus interessant. Baulich bietet zumindest auch der S-Bahn-Stammstreckentunnel interessante Gegebenheiten. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse am Marienplatz mussten hier nämlich die beiden Richtungsbahnsteige untereinander gebaut werden. Somit gibt es hier auf ein und derselben Höhe immer nur 2 Außenbahnsteige. Warum denn eigentlich 2 Außenbahnsteige? Das hängt mit einer weiteren baulichen Besonderheit im Stammstreckentunnel an den Stationen Hauptbahnhof, Karlsplatz und Marienplatz zusammen. Diese wurden nämlich im Stile der sogenannten spanischen Lösung konstruiert. Dabei wird die eine Bahnsteigseite am Hauptbahnhof und Karlsplatz ein Mittelbahnsteig und eben am Marienplatz aufgrund der unterschiedlichen Bahnsteigsebenen ein Außenbahnsteig genutzt zum Einsteigen und auf der anderen Seite steigen die Fahrgäste dann aus, sodass Ein- und Aussteigen quasi gleichzeitig passieren kann. Das sorgt somit für einen schnelleren Fahrgastwechsel, was auch unbedingt nötig ist in dicht getakteten Stammstreckentunneln. Tunnelstationen gibt es aber nicht nur in der Münchner Innenstadt im Stammstreckentunnel, sondern auch außerhalb der Innenstadt und auch außerhalb von München. 2 von diesen liegen an der ausschließlich von der S8 befahrenen Strecke in Richtung Norden und zum Münchner Flughafen. Zum einen gibt es jene direkt im Zentrum von Unterföhring. Diese besitzt einen 210 Meter langen Mittelbahnsteig, welcher eine Bahnsteighöhe von 96 cm besitzt. Die Gestaltung in der Station ist relativ schlicht gehalten und wird vorwiegend von einem Grauton sowohl an den Wänden als auch der Decke dominiert. In der Decke gibt es allerdings einige Einschüsse, welche einen Tageslichteinfall ermöglichen. Im Jahre 2002 wurde mit dem Bau der Tunnelstrecke und der Tunnelstation begonnen und jene konnte dann am 21. November 2005 eröffnet werden. Das zugehörige Bahnhofsgebäude inklusive aller Dazugehörigkeiten und auch mit einigen Geschäften, die hier vorhanden sind, konnte dann im Juli 2006 komplett eröffnen. Die zweite Tunnelstation folgt direkt nördlich von Unterföhring in Ismaning. Sie wurde bereits am 17. Mai 1992 eröffnet. Die Proportionen sind allerdings genau dieselben. Ein 210 Meter langer Mittelbahnsteig mit 96 cm Bahnsteighöhe existiert hier. Die Gestaltung der Station auf Bahnsteigsebene ist hier dafür etwas netter mit weißen Fliesen und einem blauen Zierstreifen, auf dem auch der Stationsname angebracht ist, sowie einigen bunten Illustrationen auf den Wänden. Die Station liegt auch hier nur knapp unter der Decke, sodass durch runde Augen in der Stationsdecke Tageslichteinfall gewährleistet wird.
Eröffnet wurde die Station übrigens bereits im Jahr 1992 und somit deutlich vor jener in Unterföhring. Im gleichen Jahr ging auch die letzte außerhalb von München gelegene Tunnelstation in Betrieb, nämlich jene am Münchner Flughafen. Auch sie besitzt einen Mittelbahnsteig mit einer relativ schlichten Betongestaltung. Hier endet neben der S-Bahn-Linie 8 auch die S-Bahn-Linie 1. Somit werden also beide Bahnsteiggleise zum Kopfmachen an dieser Stelle verwendet. Das Münchner S-Bahn-Netz besitzt natürlich aber auch nicht nur Tunnelstationen und städtische Strecken, sondern auch einige idyllische Strecken. Ganz besonders idyllisch finde ich dabei zum Beispiel die Strecke der S-Bahn-Linie 6 Richtung Starnberg und Tutzing. Am Bahnhof in Starnberg führt die Strecke nämlich direkt am Ufer des Starnberger Sees entlang. Am Bahnhof Starnberg hat man somit beim Warten auf die S-Bahn einen direkten Blick auf den Starnberger See, welches somit natürlich besonders idyllisch ist. Natürlich kann man somit auch einige Motive im Zusammenspiel von S-Bahn und dem See einfangen. Am Bahnhof in Starnberg ist allerdings nicht alles idyllisch, so zum Beispiel der Zustand des Bahnhofes. Sowohl das Bahnhofsgebäude als auch die Unterführungen und auch die Bahnsteigsanlagen selber sind recht runtergekommen, mit beispielsweise fehlenden Überdachungen und nicht angepassten Bahnsteigen, welche auch schon sanierungsbedürftig daherkommen. Die Strecke hier am Starnberger See ist natürlich nicht die einzige idyllische Strecke im Münchner S-Bahn-Netz, allerdings hat sie so einen ganz besonderen Charme. Schreibt ihr mir doch mal an dieser Stelle gerne in die Kommentare, welche S-Bahn-Strecke im Münchner S-Bahn-Netz ihr noch besonders idyllisch findet. Für deutsche S-Bahn-Netze relativ besonders ist aktuell auch ein Konzept, was auf der S-Bahn-Linie 1 gefahren wird. Denn in Neufahrn flügelt nämlich die S-Bahn-Linie 1. Das bedeutet also, dass von hier aus Zugteile in unterschiedliche Richtungen weiterfahren. Ein Zugteil fährt von Neufahrn nämlich immer weiter bis nach Freising, während zwei Zugteile des dreiteiligen Zuges dann zum Flughafen weiterfahren. Für Neufahrn bedeutet das also für diesen Fall, dass hier entweder Züge entkuppelt bzw. zusammengekuppelt werden. Für die S-Bahnen bedeutet das dann, je nachdem welcher Zugteil als erstes ausfahren bzw. einfahren darf, eine etwas längere Standzeit. Praktisch ist dies natürlich trotzdem, da somit gleich zwei Streckenäste per S-Bahn bedient werden können, ohne hier eine zusätzliche S-Bahn-Linie hinzuführen bzw. zusätzliche Takte. Dies würde die Strecke in diese Richtung auch gar nicht hergeben, da sie bereits mit dem aktuellen Zugverkehr an ihrer Kapazitätsgrenze fährt. Das gilt aber nicht nur für diese Strecke, sondern auch für viele weitere Strecken im Netz der S-Bahn München. Im Wesentlichen die bereits angesprochene S-Bahn-Stammstrecke. Aufgrund ihrer Auslastung können Takte derzeit nicht mehr ausgeweitet werden im Netz. Deshalb wird derzeit an einer parallelen Entlastungsstrecke gebaut, nämlich der sogenannten zweiten Stammstrecke, die in aller Munde ist. Diese soll im Gegensatz zur aktuellen Stammstrecke nur drei Stationen im Tunnel besitzen, nämlich am Hauptbahnhof, am Marienhof und am Ostbahnhof. Somit würde sie deutlich schneller die Innenstadt durchqueren, was natürlich kürzere Fahrzeiten bedeuten würde, aber auch eine geringere Konnektivität. Die Strecke ist zwar schon im Bau, die Bauzeit wird sich allerdings voraussichtlich bis 2037 ziehen. Die zweite Stammstrecke ist dabei insgesamt 10,1 Kilometer lang, wovon 7 Kilometer im zweiten Stammstreckentunnel verlaufen, in zwei parallel zueinander verlaufenden Tunnelröhren. Die Kosten belaufen sich dabei nach neuesten Schätzungen auf mindestens 8,6 Milliarden Euro. Es ist für die Kapazität der S-Bahn München zwar aktuell das wichtigste Projekt, aber nicht das einzige Ausbauprojekt. So soll beispielsweise im Süden von München die S-Bahn-Linie 7 bis nach Geretsried verlängert werden. Dabei würde somit eine 9,2 Kilometer lange neue Strecke mit drei neuen Haltepunkten entstehen. Mittlerweile wurden auch die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren für die S7 beim Eisenbahnbundesamt eingereicht und somit kann also in Zukunft mit einer Baugenehmigung für diese Strecke gerechnet werden. Auch weitere Maßnahmen sind noch für den Ausbau geplant, worüber ich bereits in einem separaten Video noch konkreter berichtet habe.
Aber nicht nur beim Ausbau des Netzes geht es in Zukunft in München voran, sondern auch neue Fahrzeuge sollen kommen. Erstmals in der Geschichte deutscher S-Bahn-Netze soll es 200 Meter lange durchgängige Züge geben, welche insgesamt mit einer Stückzahl von 90 bestellt wurden. Diese sollen voraussichtlich ab Ende 2028 in Betrieb gehen und sie werden von Siemens gebaut. Der aktuelle Fuhrpark der S-Bahn München besteht aus drei verschiedenen Fahrzeugtypen und ist somit so vielfältig wie noch nie in der Geschichte der S-Bahn. Der Fuhrpark der S-Bahn München besteht derzeit aus 289 Fahrzeugen. Den Löwenanteil dieser 289 Fahrzeuge stellen dabei 237 Bahnen des Typs Baureihe 423. Diese kamen ab dem Jahr 2000 schrittweise in den Linienverkehr der S-Bahn München. Sie ersetzten durch ihre Beschaffungsanzahl komplett die bis dorthin bei der S-Bahn München eingesetzten Fahrzeuge der Baureihe 420. Grund hierfür war auch der Einsatz des Zugsicherungssystems LZB auf der Münchner Stammstrecke, welches die neuen Fahrzeuge direkt mitführten. Eine Nachrüstung bei den Zügen der Baureihe 420 wäre zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Die Auslieferung aller heute im Bestand stehenden Züge wurde bis 2005 abgeschafft, nachdem noch einmal 23 weitere Einheiten im Jahre 2004 nachbestellt wurden. Zwischen 2018 und 2021 wurden die Fahrzeuge dann einem grundlegenden Modernisierungsprogramm unterzogen. Dabei erhielten die Züge sowohl ihr äußerliches Design, wobei neue Zielanzeige als auch veränderte Piktogramme und das Außendesign erneuert worden ist, aber vor allen Dingen Veränderungen im Innenraum fanden dabei statt. So wurden zum Beispiel zahlreiche Sitzplätze entfernt, um in den Türbereichen mehr Platz zu schaffen und auch Mehrzweckbereiche einzuführen. Auch das Lichtkonzept wurde verändert und auch moderne Fahrgastinformationssysteme wurden installiert. An den Wagenenden wurden innovative sogenannte Sitzecken installiert. Ein Triebwagen ist insgesamt 67,4 Meter lang und besteht aus vier Wagenteilen, wovon jeder insgesamt drei Doppeltüren besitzt. Somit gibt es in einem Fahrzeug also 12 Doppeltüren pro Fahrzeugseite. Lange Zeit wurden die 423er vorwiegend in Doppeltraktion eingesetzt. Das ist auch heute noch in vielen Fällen der Fall, aber nach und nach kamen immer mehr Dreifachtraktionen im Netz zum Einsatz aufgrund der gestiegenen Fahrgastzahlen. So sind beispielsweise in der Regel alle Kurse der S-Bahnlinien 1 und 8 in Dreifachtraktionen unterwegs und je nach Verfügbarkeit der Fahrzeuge auch einige Kurse der S-Bahnlinien 4 und 6. Dieser Fahrzeugeinsatz machte unter der Verfügbarkeit von ausschließlich 238 Triebwagen dieses Typs auch der Einsatz anderer Fahrzeugtypen notwendig. Zwischen 1972 und 2004 standen die Fahrzeuge der Baureihe 420 bereits schon regulär bei der S-Bahn München durch eine eigene Beschaffung dieser Fahrzeuge im Einsatz. Damals wurden insgesamt 209 Fahrzeuge dieses Fahrzeugtyps beschafft. Heutzutage sind 36 Fahrzeuge der Baureihe 420 in München unterwegs, allerdings keine aus dem Münchner Bestand. Alle Fahrzeuge, die heute in München unterwegs sind, wurden nämlich ab 2014 in mehreren Chargen von der S-Bahn Stuttgart übernommen und dann modernisiert. Anfänglich besaßen die Fahrzeuge auch noch keine LZB an Bord, weshalb sie innerhalb der Hauptverkehrszeit auch nicht durch die Stammstrecke verkehren durften. Mittlerweile ist dies mit den Fahrzeugen der Baureihe 423 ebenfalls möglich. Zu den Hauptverkehrszeiten sind die Fahrzeuge der Baureihe 420 aktuell unverzichtbar. Größtenteils sind sie auf den S-Bahn-Linien 2 und teilweise auch auf der S4 im Einsatz. Dabei sind sie in der Regel in Doppeltraktion unterwegs. Aber auch die Unterstützung durch die Baureihe 420 reicht mittlerweile nicht mehr aus. Daher hat man sich nach der Übernahme durch einen neuen Betreiber von der S-Bahn Hannover insgesamt 15 Fahrzeuge der Baureihe 424 gesichert. Diese wurden ebenfalls modernisiert und sind mittlerweile für die S-Bahn München im Einsatz. Sie besitzen allerdings nur eine Einstiegshöhe von 76 cm und daher nicht passend zu den Bahnsteigshöhen,
im Münchner S-Bahn-Netz. Auch sind sie nicht zugelassen für Fahrgastfahrten auf der Münchner Stammstrecke. Deshalb werden sie größtenteils auf der S20 oder auf der S2 zwischen Dachau und Altomünster eingesetzt. Auch hier sind sie in der Regel in Doppeltraktion anzutreffen. Die Fahrzeuge der Baureihe 424 sind dabei knapp 100 mm länger als jene der Baureihe 423, nämlich 67,5 Meter lang. Sie besitzt aber nur zwei Doppeltüren pro Wagen, also insgesamt 8 pro Fahrzeugseite. Somit ist ein Einsatz außerhalb der Stammstrecke auch aufgrund von Kapazitäten beim Fahrgastwechsel schon durchaus sinnvoll. Die Fahrzeuge stellen aufgrund ihrer niedrigen Einstiegshöhe nur eine Übergangslösung bis zum Eintreffen der neuen Fahrzeuge dar. Und mit diesem Ausblick auf den Fuhrpark der Münchner S-Bahn bin ich dann auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben hinterlasst oder mir etwas Nettes in die Kommentare schreibt. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.